Willkommen zurück zu Yoshi's Island. Super Mario World 2 geht wieder an den Start. Und ja, Freunde, lang ist her. Und heute ist auch wieder nichts mit Backtracking. Denn ich habe mir gedacht, es muss jetzt endlich mal wieder Yoshi kommen. Es kann ja nicht sein, dass ich mich da jedes Mal davor drücke. Und ja, aus Zeitgründen, auch natürlich auch leicht aus Motivations- und Lustgründen, werde ich jetzt erstmal noch in der sechsten Welt ein bisschen umherschreifen. Ich meine, spätestens noch bevor wir 6-8 machen, muss ich Backtracking machen. Denn ich werde 6-8 definitiv erst machen, wenn in jeder Welt, auch in der sechsten Welt, überall die 100% stehen. Erst dann, damit ich mir einfach die Motivation zum Ende des Spiels 6-8, dass ich mir das dann aufgehoben habe. Also spätestens dann bin ich eh fällig. Das sind ja jetzt hier die letzte Welt. Die letzte Welt ist natürlich zu Recht schwierig. Also all die Fails, die jetzt kommen mögen, im Wald der Wilden. Habt ein Nachsehen mit mir. Lang ist her. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ja, gut. Ja, alles klar, gut. Schauen wir mal, wie es aussieht hier. Im Wald der Wilden. Da kommen die Wilden schon. Oh ja. Sind sie hier wieder mit ihrem Uka-Uka-Style. Moment. Ich muss nochmal zurück. Ne, die sind nicht rot. Alles klar. Ja, ich könnte die auch alle essen, aber... Warum? Kein Appetit auf Uka-Uka-Leute. Okay. Ah, ja. Das, ja. Perfektes Timing, Mistvieh. Geht ja wieder gut los, aber ich konnte das wenigstens essen. Und ach ja, hier kriege ich noch mehr. Schön. Nehme ich doch gerne mit. So, also es wird jetzt auch wieder definitiv häufiger Yoshi geben. Ich habe ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Die letzten Wochen waren doch ein bisschen stressig. Und ihr habt es ja selbst gemerkt, ich will mich jetzt nicht groß rausreden, es hat nicht nur aus Zeitgründen, warte mal, da war ja noch ein Dingens, vielleicht waren da Sterne oder was drin. Es war natürlich auch eine Motivationsdingens, die mir gefehlt hat. Ich habe, das sage ich ganz ehrlich, momentan einfach deutlich mehr Lust auf so Spiele wie Baldur's Gate oder Horror Games. Da kam auch nicht 100% regelmäßig immer wieder was, aber es kam. Und das ist eben der Unterschied. Oh shit, ich... Ah, da. Okay, gut. Und klar, es gab dann eben Spiele, die da ein bisschen... Tja... vernachlässigt wurden. Das kann man gar nicht schönreden, das ist so. Aber ich bin kein Typ, der Spiele abbricht. Pausieren, okay, aber abbrechen ist ein No-Go für mich. Ich habe dieses Spiel begonnen und ich werde es auch durchziehen. So viel ist sicher. Ne, die zwei hole ich mir jetzt nicht. Das sind alles nur gelbe Münzen bisher. Echt schön hier unten. Also ihr macht hier eine Party, ich merke das schon. Aber so richtig gebracht hat mir das hier jetzt nichts. Naja. Münzen, ey, wer braucht schon Münzen, wo ich rauskomme, alles klar. So, Eier habe ich ja noch, ne? Oder eins vielleicht fehlt, ja. Ist die noch weg? Ach, du wirst die Brücke... Ich hoffe, da unten ist jetzt nichts, was ich brauche. Okay, alles gut. Ich muss... Okay. Ich muss da aufpassen, wenn da unten jetzt eine Blume gewesen wäre oder so. Hätte was Problem gehabt. Hier wieder. Ich guck erstmal. Okay, das sieht gut aus. Sperre ich nur den Uka Uka ein. Ich weiß, er heißt Shy Guy, aber... Für mich ist Uka Uka. So, hier... Auch kein Problem. Können wir zumachen. Alles schön hier. Der Sonnen... Untergang ist das eigentlich nicht. Oder auch doch, könnte es sein. Das sieht schön aus auf jeden Fall. So. So, jetzt fangen die schon hier an rumzubomben. Was soll denn der Mist? Böse Viechers. Ah, was bist du denn? Um Gottes Willen. Okay, was bist du? Was macht denn... was seid ihr für Heroes? Oh shit, das hätte ich nicht tun sollen. Oh, hier muss ich aufpassen. Ach shit, ich muss den erstmal töten, wenn ich das überhaupt kann. Ja, ein paar Mal auf den Kopf und dann essen? Nee. Aber kann man dich auch töten? Sag mal. Unzerstörbar? Das gibt's
doch nicht, ey. Unzerstörbare Viecher ist hier. Okay, da muss ich hinmachen. Ah, shit, da muss ich erst die Münzen sammeln. Ich hoffe, die komischen Typen kommen jetzt nicht gleich da hinten. Ja, perfekt. Perfekt. Ja, egal welches zuerst, oder? Nein, nicht egal. Ah, Mist, jetzt habe ich die Steine verhunzt. Der da hinten, der muss erstmal getroffen werden. Nein, ein bisschen höher. Sag mal höher, sage ich, nicht tiefer. So, das sieht gut aus. So. Okay, gut. Die Sterne zwar ein bisschen schade, aber gut. Da kommt bestimmt jetzt bald mal ein Sternenring, möchte ich doch hoffen. Eiervorrat. So, komm, mein kleiner Mario. Abschnittwechsel, sehr schön. Und jetzt lass uns hier bitte einen Sternenring haben. Oh nein, die Fressviecher. Sie sind wieder da. Aber okay, so schlimm sind die ja nicht, denn man sieht ja ihre Schatten. Da hinten kommen schon die ersten. Vielleicht sieht man jetzt nicht mehr ihre Schatten, das wäre fies. Okay. Gut, jetzt ist ja gerade keins im Hintergrund, also da kommen die nächsten. Stimmt, ah, da rein, okay. Ah! Alter, da war noch was gewesen. Moment, der... Du wirst doch jetzt hier nicht... Oh, nein, nein, da ist ein... Alles gut. Oh, das war wichtig, dass der das hier aufgemacht hat. Sonst würde ich jetzt nicht an die Blume kommen. Schön. Okay, das lief gut. Oh nein, da ist wieder so ein Hero. Okay, das, was ich haben will, habe ich. Gut, die können wir da unten aufmachen. Das sollte ja kein Problem sein. Läuft. Da ist nichts. Okay. Oh, vorsichtig, Yoshi. Oh, da ist wieder so ein Böser. Da war ein Böser. Ah! Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Okay. Oh Gott, sind da hinten viele. Ah, shit. Oh Gott sei Dank kam der jetzt nicht da. Ah! Hör mal auf jetzt mit dem Blödsinn. Ich sollte warten bis... Okay, alles gut, alles gut. Den hole ich wieder mit dem Ei. So. Schön langsam machen. Das ist jetzt noch nicht so... Total schwer, das kriegen wir alles hin. Der wird gegessen. So, da. Alles bestens hier. Und weiter geht's. Okay. Und da haben wir schon wieder den nächsten Sternenring. Yippie! Ja, also ich muss sagen, dieses Level ist doch relativ human bisher. Das ist eines Yoshis würdig. Und die lassen wir einfach kaputt gehen. Ah, das war... Okay, Glück, 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 Glück. Oh, wenn da schon eine Eiermaschine ist, das ist vielleicht nicht so einfach, an die Blumen zu kommen, wobei es gar nicht so schwer aussieht. Oh nein, da kommt... So, ach nee, hallo. Ich würde hier gerne... wollt ihr mich verarschen? Ah, Yoshi, Vorsicht. Okay, bleib genau da stehen, nicht, dass die gleich nochmal kommen. Das ist ja super nervig. So, mal gucken, ich meine, ich muss ein bisschen zurück. Und jetzt einfach ein Zickzack. Ist doch gar nicht schwer. So. Ja, lass mal den erstmal vorbeifliegen. Ein Skelettvogel, der Federn verliert. Hm. Nein! Okay, aber das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ja, schön. Ach man, die schönen Sterne. Wenn es deswegen jetzt, ne? Bin ich aber böse. Ja, mal schön hier ausgekontert. Immer wenn ich in die Richtung gucke, dann kommen die. Schnell! Ah! Nein! Ach komm, das war jetzt aber... Das war dumm. Hallo? Fliegt denn das Mistvieh hin? Was haben wir denn auch sogar? Was ist denn jetzt los? Hä? Kann ich das kaputt machen? Ach Mist, ey, jetzt wird es bestimmt wieder an den Sternenscheidern wetten. Ach
Okay. Ja gut, das ist gut. Dann fallen mir hier die Sterne nicht runter. Oh, das ist gar keine Sterne. Das ist eine Blume. Na, noch besser. Dann komme ich da hoch. Oh, ich habe aber keinen Schlüssel. Aber ich war hier auch nicht gründlich. Muss nochmal zurück. Da oben die Leiter bin ich nicht hoch. Bittest du bitte? Oh, ich bin so leicht nervös bei diesem Game jedes Mal. Ah, okay, da komme ich gar nicht hoch. Sterne! Hä? Was waren da jetzt drin? Hallo? Ach, der Schlüssel! Ja, okay. Dann mach mal das Minispiel. Ich meine, das brauchen wir zwar nicht, aber... ist halt ein Minispiel, ne? Auf geht's. Wir nehmen ja alles mit hier. Bang, boom! Das kennen wir natürlich schon. Was war das für ein Grafikfehler? Egal. Weil, wo ist er denn? Ich hab ihn. Ja, yeah, 20 Sterne! Yes! Ich glaube nämlich, wir hatten keins mehr, meine ich. Jetzt haben wir es auf jeden Fall wieder. Sehr gut. Na, hat sich das doch gelohnt. Ah! Oh Mann. Da sind die Dinger wieder frei. Ich könnte das jetzt einfach lassen. So, hier ist ein Trampolin. Wo springe ich denn da hoch? Ah, okay, da komme ich zurück. Dann schaue ich erstmal rechts rum. Rechts ist nichts. Okay, dann muss ich das Trampolin benutzen. Los geht's! Hui! Hui! Hui, okay. Ach nö, doch kein dummes Leben. Na, das war's hier. Shit, ich muss die Blume wegmachen. Oder ich springe über die Blume. Hui! Ja, oh, gerade so geschafft. So, da ist... warte mal, da kann ich vielleicht von da springen. So, oh, sieht fies aus. Darf mir nicht den Kopf da oben anstoßen, sonst habe ich ein Auerproblem. Ja, na gut, probieren wir's. Oh nein! Nein! Hey, das ist ja wohl... also sowas Fieses. Ah! Oh Gott! Ah! Ah! Beruhigen! 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 Oh! 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was war das denn? Oh Mann, oh Mann! Oh, war das... ey, das war aber echt fies mit der Blume! Also sowas Fieses habe ich ja noch nicht gesehen. Mann! Ach, Mist, die Blume da oben kommt erst, wenn ich wieder hinspringe. Oh, es ist dreckig. Das Timing ist jetzt blöd. Ich hätte gern, dass das Ding dann gerade unten ist. Naja, das ist immer oben. Toll. Oh Mann, ich muss mich ja irgendwann mal hier trauen. Ich mach das so. Nicht so hoch! Nicht so hoch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich noch Eier? So, ganz langsam machen. Okay, jetzt sollte es ja... oh Mann, wann hört das Level auf? Die Level sind auch so unglaublich groß. Das ist unfassbar. Nee, 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 nee. Kann ich eigentlich auch essen? Ich probier's lieber nicht aus. Da fliege ich einfach drüber, würde ich sagen, oder? Ja. Oh Gott, ich glaube, wir haben's. Nein, wir haben nicht alles. Ich habe doch nicht die Sterne gemacht. Ich hätte das plus 20 Item nehmen können. Oh, ja. Ich darf's im Replay. Quatsch, im Replay. Wegen Replay. Ich glaube, es geht los. Ich darf's dann nochmal machen. Och, Mann, alles schön gesammelt, aber die Sterne am Schluss nicht ge. Oh, nee. Ich hätte mir das Level sparen können. Für später. Naja. Mein Problem. Wird euch zum Glück ja nicht, ja, ihr müsst euch damit ja nicht nochmal befassen, denn, ne, ihr wisst ja, ich zeige euch nur die Levels, wo ich Abschnitte verpasst habe. Ja, schön. Naja, gucken wir uns 6-2 an. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gluthöhle. Oh yeah, sehe mich jetzt schon wieder 10.000 Mal braten. Oder verbrennen, schmelzen, was auch immer. Heute wird es Yoshi-Raku geben. Das sind schon die ersten Shy-Guy-Geister, die es auch nicht geschafft haben. Und der hässliche Dieb, den ich auch nicht mag. Oh Gott, nein. Was zum Teufel geht denn hier ab?
Okay, das habe ich bekommen. Es geht mir gerade alles viel zu schnell. Ich habe doch jetzt bestimmt 10.000 Dinge übersehen. Hallo, ich wollte dich gerade essen. Kann ich nicht essen? Ich kann die nicht essen. Shit. Nein! Hallo, lasst mich sofort zu dem blöden... Ihr Bastarde, ihr Dreckigen! Ach, jetzt fängt's an. Oh mein Gott, wieso habe ich nur noch 5 Leben? Ach ja, stimmt. Normalerweise, wenn ich den Part beende, mache ich ja ein Save State und lade meistens auch den Save State, wenn ich dann den nächsten Part mache. Und diesmal habe ich regulär das Spiel gestartet und dann werden die Leben ja zurückgesetzt. Das ist ja so ungewohnt. Naja, soll uns egal sein. 6-2 Glühtyrole noch einmal. Ah, das fängt ja gut an hier. Aber nun gut, versuchen wir es diesmal ein bisschen besser. Die kann ich essen, den kann ich nicht essen. Dem sollte ich mich fernhalten. Dich kann ich essen. Sterne sollte ich sammeln. Die können da nicht hochhüpfen, das finde ich super. So, die Münze habe ich. Hey, Schluss damit. Geh weg. Oh, fallen die Glut, du hässliches. Na, ich sollte nicht so beleidigen sein. Das ist extrem, na toll. Oh, Manne! Och, ey, es ist so giftig. Komm her. Ganz ruhig. Alles gut, alles gut, alles gut. So, aber ich glaube, ich habe alles gesammelt bis dato. Kann ich euch echt nicht essen? Tatsächlich. Da verbrennt er sich die Zunge, der arme Josh. Oh, das ist aber auch gemein. Ich brauche die Eier. Immer nur einmal schnell hin und... Ja, so geht das. Das war ein bisschen umständlich, aber... Ich brauche Eier. Eine Runde noch. Mal hin. Und einmal zurück. So. Jetzt geht's weiter. Vorsichtig, langsam. Nicht so in einem Wusel wie gerade eben. Dann klappt die Sache auch. Was haben wir da drin? Bitte Sternis. Nein, was soll ich denn mit Münzen? Ja, super. Jetzt kommen die schon per Eilpost oder was? Ich kann trotzdem. Oh, da ist ja noch einer. Oh Mann. Keine Gluthöhle, das ist eine Diebeshöhle. Muss ich aufpassen, wo ich hinlaufe. Da ist schon wieder einer, der eine rote Münze hat. Das lasse ich mir nicht gefallen. Hallo. Die Münze ist meins. Mit roten Münzen verstehe ich keinen Spaß, aber überhaupt keinen. Was ist da drin? Hey, ihr wollt mich doch ärgern. Eine Blume, immerhin. Da sind Sternis. Da ist einer versteckt, Vorsicht! Yoshi! Den Eimer lasse ich jetzt. Ich denke, da sind wieder nur Münzen drin. Darauf kann ich verzichten. So, immer schauen, wie die Flammen. Okay. Gott, wie soll ich denn da rüberkommen? Ach so, ja. Und dann ducken. Runter! Okay. Hier kommen die ja nicht hin, ne? Okay. So, das ist wieder ein bisschen einfacher. Und die, der Eierkasten kommt auch wie gerufen. So. Ja. Die Armeier. Ja, toll, die 4 da unten kann ich nicht holen. Oh, Mann. Jetzt kriege ich keine neue, weil da unten die 4 liegen. Ist ja auch mal dämlich. Oh, nee, ernsthaft. Oh, shit. Wir liegen immer noch da. Sonst vergesst er immer alles. Aber jetzt, so, jetzt könnte ich mir noch ein paar holen. Jetzt mal schieße ich sie hier hin. Was mache ich denn? Anstatt, dass sie zu meiner Sammlung kommen? Nö. Oh Gott. Oh. Ich bin gerade falsch gesprungen. Ich will die Blume. Und was mache ich jetzt? Wie komme ich da durch bei den Humble-Männern? Fallst du da jetzt da runter? Ah, das finde ich gut. Das find ich super. So, lasse ich mir das gefallen. So, oh Gott, die machen schon wieder ihren Hero-Modus. Ich will das blöde Leben eigentlich nicht. Ich will hier nur sicher vorbeikommen. Oh nein. Oh, die haben auch eine Range hier. Könnte ich bis zum Spielende tragen, wenn ich wollte. So. Aber ich muss sagen, es läuft eigentlich ganz gut. Also, ich habe jetzt eigentlich gedacht mit einem Level pro Part in Welt 6. Aber vielleicht schaffen wir sogar noch dieses Level. Die Ratte kommt nicht raus, ne?
So, wir haben 29. Und da oben würde ich gerne mal gucken, ob da was ist. Aha. Ah, okay. 30 Sterne schon. Sogar die Ratte ist dadurch gestorben. Aber ich höre schon die nächste piepen. Die stehlen ja auch, ne? Muss ich aufpassen. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Die Münze! Das ist so fies, man kann die halt auch nicht töten, ne? Jetzt war ich wieder gierig. Gib mir mein Kind! Gib mir das Kind, das du gestohlen hast! So, lass mich da rein! Mal die roten Münzen. Erst die Münzen, dann das Kind. Oh, immer in die gleiche Ecke. Langweilig! Oh, lass mich mal auch. Da ist bestimmt was, oder? Ja, da ist nix. Hä? Was bringt das dann? Nein! Ach komm, jetzt hör mal auf mit dem Mist. Abhauen, 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 abhauen. Ach, ich... Anfall. Oh, sowas von ein. Und das Gepiepe geht mir so auf den Keks. Warum seid ihr alle geistesgestört? Was zum Teufel? Vorsicht! Oh. Oh nein, 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 nein! Kommt! Oh, hab ich hier im Boden? Ja. Okay, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weg hier, weg hier, weg hier. Ja, ist ja jetzt gut, Mann! Nein, nein, nein! Fuck, wo ist mein Kind? Er nimmt schon wieder mein Kind! Du Arsch! Halt, stopp! Hallo! Hallo? Ja, Freunde, da bin ich wieder. Wenn es mal im Spiel halbwegs gut läuft, dann hat man auf einmal einen Spielabsturz. Das ist bei Yoshi noch nie passiert. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte einen Spielabsturz. Und ich konnte die schöne Welt nochmal machen. Ja, leider auch diesmal nicht mit den 100%. Ich habe es vergeigt. Habe aber mein Save State geladen. Das heißt, wir haben jetzt wieder unglaubliche 118 Leben. Auch wenn wir die niemals brauchen, ist ja egal. Ja, gehupst wie gedopst für mich. Ich hab's, bin nochmal an diese Stelle, wo wir ungefähr den Abbruch hatten. Hier stehe ich nun, hab schon den einen roten Typi noch gemacht und ich hoffe, dass das jetzt mit ein bisschen mehr Kontrolle hier funktioniert. Würde ich mir wünschen, ne? Das hat nicht viel mit Kontrolle zu tun. So, da kommt schon wieder der nächste Hampelmann. Genau, fall einfach mal da runter. Was ist jetzt mit der Blume? Oh, dieses Gepiepe! Oh, warte mal, ist da was? Ja, tatsächlich. Sterne. Das Sterne sind super, ich weiß nicht. Ach ja, und ich hatte ein Bonusspiel gehabt bei der 6-1er und habe Sterne bekommen. Also ich könnte, wenn ich es diesmal mache, auch... Ja, super, wenn ich die Blume haben will, dann... Oh, ist das mies. Es sei denn, wenn ich weit weggehe, dann ist der Typ vielleicht auch weg. Wisst ihr? Dann ist er wieder bei seinem eigentlichen Spawnpunkt. Was mir natürlich auch nicht unbedingt hilft, weil... Ich müsste jetzt mal langsam wieder hier runter. Okay. Ja, sehr gut. Jetzt ist nur noch die Ratte drin und mit der kann ich umgehen. So. Oh je. Das muss ganz gerade sein. Okay, das war jetzt nicht super gerade, aber... Ja. Wer weiß, vielleicht sind es genau die zwei Sterne, die mir später fehlen. So, ganz unten, das ist ein Abgrund. Okay, da wird es wohl nicht wohin gehen. Dann vorsichtig jetzt. Ach ja, genau die Stelle. Und dann hat es ja irgendwann im totalen Chaos aufgehört. Okay, durch. Jetzt geht das wieder los, genau. Ah, wenn ich auch mal treffen würde, das Mistding, ne? Ah, so. So ist noch immer noch am einfachsten. Oh, so, wie kann man nur so... Nein! Ach, es ist einfach too much, Leute, too much. Mann, Blume. Aber das bringt mir nichts ohne das Kind. Nein, nein, nein. Jetzt bloß nicht sterben. Ich krieg das noch hin. Ich krieg das noch hin. Wo ist das Kind? Das Kind, verdammt nochmal. Das Kind. Da ist er jetzt gerade in den Abgrund gesprungen mit dem Kind? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Aber das Kind müsste ja noch leben. Das kann ja wohl nicht wahr... Kind? Ja, das Kind müsste doch... Nein, 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 nein. Toll. Och, das ist doch ein Hampel-Krams hier. Ah. Was machen wir denn jetzt? Jetzt ist eigentlich schon wieder Zeit. Oh.
Und das Level geht bestimmt noch ein Weilchen. Das sind ja meistens 3 Abschnitte, wir sind im zweiten. Ja gut, dann machen wir an dieser Stelle halt mal einen Cut. Das heißt, ich werde... Nee, ich werde nicht safe staten. Ich mache das Level dann lieber zur Aufwärmung nochmal beim nächsten Part. Gut, wie dem auch sei, beim Sternenkreis geht es dann das nächste Mal natürlich weiter. Das war in der ersten Welt ganz gut. Jetzt war das das reinste Gehambels. Aber kein Wunder. Ja, na gut. Es wird definitiv bald wieder ein Yoshi-Part kommen. Es ist keine große Pause mehr. Glaubt an mich. Traut mir noch ein einziges Mal. Ich werde euch nicht enttäuschen. Wir werden diese Woche noch, ja, Yoshi ist noch mal sehen. Jawohl. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis wieder als Let's Play Yoshi's Island Super Mario World 2.